Давайте скажем вместе слава Богу. Lasst uns gemeinsam sagen, preist dem Herrn. За все, что Он нам дает, за все возможности. Für alles, was uns gibt und all die Möglichkeiten. За возможность быть на этом благословенном месте. Für die Möglichkeit, hier an diesem gesegneten Ort zu sein. За возможность принимать участие в служении Ему. Für die Möglichkeit, teilzunehmen in dem Dienst für ihn. В разных сферах и финансово тоже. In den verschiedensten Sphären und auch in dem Finanziellen. Слава, благодарение за это Богу. Preis und Dank sei dafür dem Herrn. Вы знаете, я хотел бы предложить нам в начале проповеди одно место Священного Писания. Wisst ihr, ich möchte uns vorschlagen, eine Stelle aus der Schrift vor der Predigt. Апостол Павел писал это к Коринфянской церкви. Апостол Павлус schrieb es an die Gemeinde in Korinth. Но мы понимаем, что это есть Слово Божье. Aber wir verstehen, dass das Wort Gottes ist. И оно тоже есть актуально и для нас сегодня. Und das ist auch aktuell auch für uns heute. Будь то в Германии в церкви города Лар. Sei es in Deutschland in der Gemeinde Lar. И в любых церквях на всех континентах этой земли. Und in den anderen Gemeinden, egal auf welchem Kontinent der Erde. Мы не проверяем это разумом. Wir prüfen das nicht mit dem Verstand. Но мы веруем, что это так, и слава за это Бога. Sondern wir glauben, dass es so ist und preis sei dafür dem Herrn. Это будет первое послание Коринфянам, 12 глава. Das wird sein der 1. Korintherbrief, Kapitel 12. С 4 стиха и ниже. Von Vers 4 und abwärts. И здесь апостол Павел пишет. Und hier schreibt Apostel Paulus. Дары различны, но дух один и тот же. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. И служения различны, а Господь один и тот же. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. И седьмой стих, но каждому дается проявление Духа на пользу. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Und mein Thema heute sind drei Häuser oder drei Familien. Und ich möchte zu unterschiedlichen Zeiten uns erinnern, Библия приносит нам примеры о разных семьях. Über drei verschiedene Familien. И я буду сначала читать, а потом немножко делиться своей мыслью. Ich werde am Anfang lesen und dann ein bisschen meine Gedanken weitergeben. Первая семья – это из второй книги Царств, 6 глава. Die erste Familie wird sein aus 2. Samuel, Kapitel 6. 10 и 11 стих. Verse 10 und 11. И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. Deswegen ließ David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids hinaufbringen, sondern ließ sie beiseite führen in das Haus Obed-Edoms des Gattiters. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Und die Lade des Herrn verblieb 3 Monate lang im Haus Obed-Edoms des Gattiters. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Может, немножко к истории. Vielleicht etwas zur Geschichte. Было некое мероприятие. Es gab ein Fest sozusagen. Такое официальное и громкое, скажу я так. So ein offizielles und lautes. Которое не во всех сферах имело успех. Das nicht in allen Sphären einen Erfolg hatte.
И после этой ситуации, und nach dieser Situation, Библия говорит, что царь Давид не хотел вести ковчег Господень к себе домой. Und nach dieser Situation sagt uns die Bibel, wollte der König David die Bundeslade des Herrn nicht zu sich nach Hause bringen. Но берет этот ковчег Божий и передает в дом этого Авидара Гефянина. Und nimmt dann diese Bundeslade und gibt es in das Haus des Obed-Edoms. Интересно. Interessant. Я это хочу соединить с нашим временем. Ich möchte das verbinden mit unserer Zeit. Мы видим, что этот человек, он принимает служение. Wir sehen, dass dieser Mensch, nimmt einen Dienst an. Мы знаем ковчег Завета Господня того времени. Wir kennen die Bundeslade des Herrn zur damaligen Zeit. Это значило присутствие Божие среди народа Божьего. Das hat bedeutet die Gegenwart Gottes unter dem Volk Gottes. И вот неожиданно он получает это служение, ну, которое он не просил. Und auf unerwartet bekommt diesen Dienst, den nicht gebeten hatte. Которого он не ожидал. Das nicht erwartet hatte. Может быть, его где-то мешало его личным планам. Vielleicht hat das auch irgendwo seinen persönlichen Plänen gestört. Я думаю, это был деловой человек. Ich denke, das war ein Mensch, der viel zu tun hatte. И вы знаете, в наше время бывает так. Und wisst ihr, zu unserer Zeit kommt es so. Мы, которые доверяемся Богу, wir, die wir uns dem Herrn anvertrauen, случается неожиданно веряется нам служение. Und unerwartet wird uns ein Dienst anvertrauen. Будто в ситуации, möge es in Situationen sein, будь то, может, соседи, может, лично дома, дети, vielleicht irgendwo zu Hause mit den Kindern oder den Nachbarn, и совсем непонятное служение, und auf einmal ein ganz unverständlicher Dienst. И вы знаете, опытом посмотреть, но у других не получилось. Und wisst ihr, wenn man so mit Erfahrung drauf sieht, bei den anderen hat's ja nicht geklappt. Как случилось здесь, so wie es hier geschehen ist, то где будет мой успех? Dann wo wird mein Erfolg sein? Потому что опыт говорит совсем другое. Weil die Erfahrung spricht etwas ganz anderes. Но я так думаю и верю, как поступил этот человек. Aber ich denke so und glaube, so wie dieser Mensch gehandelt hat. Ich rede jetzt so und übertrage das auf unsere Zeit. Als so eine sehr ernste Sache, die Bundeslade des Herrn ist in sein Haus eingekehrt. Ich möchte zwei Eigenschaften hervorheben. Und wenn wir zeigen Gehorsamkeit nach dem Wort Gottes, и оно может быть по-человечески кажется не совсем правильно, кто-то что-то не понимает, может, мой служитель. Und menschlich gesehen scheint es manchmal auch so, vielleicht versteht das jemand nicht oder mein Diener, versteht das nicht. Иногда тяжело по-человечески принять эту позицию. Und manchmal ist es menschlich schwer, diese Position anzunehmen. Но библейская покорность всегда несет благословение, это от Духа Святого, слава Господу. Aber die biblische Gehorsamkeit, sie bringt immer einen Nutzen, weil das vom Heiligen Geist ist. Он понял, этот человек, что он имеет дело с живым Богом. Und dieser Mensch hat begriffen, dass es mit dem lebendigen Gott zu tun hat. Верен слову своему. Der seinem Wort treu ist. Я думаю, он собрал свою семью, своих близких. Und ich denke, hat seine Familie versammelt, seine Nahenstehenden. И взял слово Божье, что было тогда написано в то время. Und nahm das Wort Gottes, das zur damaligen Zeit geschrieben war. Начал вникать и рассуждать, как нужно поступать. Und hat angefangen, sich darin zu vertiefen und herauszufinden, wie man richtig handeln muss. Пребывая в этом служении. In diesem Dienst zu verbleiben. И может быть, он говорил, дети, вот так, где-то есть, ну, ограничения. Und vielleicht hat auch gesagt, Kinder, so irgendwo gibt es eine Begrenzung für uns. Und vielleicht haben die Kinder dann gesagt, aber wie ist es mit den anderen, warum dürfen sie das und wir nicht? Und ich denke, hat gesagt, nein, 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 bei uns ist die Bundeslade des Herrn. Nein, 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 zu unserer heutigen Zeit, wir ehren den lebendigen Gott.
God. Мы ищем того, чтобы присутствие Божие было в наших домах. Wir suchen das, dass die Gegenwart Gottes in unseren Häusern ist. И знаете, что произошло? Und wisst ihr, was geschehen ist? И Библия говорит, что Бог благословил дом Авидара, слава Господу. Und die Bibel sagt, dass Gott das ganze Haus des Obed-Edoms gesegnet hat. Мы видим здесь Бога, что Бог благословляет такие семьи. Und wir sehen hier, dass Gott solche Familien segnet. И даже в палатах царя заговорили об этом. Und sogar in den Zelten des Königs hat man angefangen darüber zu reden. И Бог прославился в такой семье, слава Господу. Und Gott hat sich verherrlicht in so einer Familie, слава preist dem Herrn. Preist dem Herrn. Вторая семья, die zweite Familie, или второй дом. Oder das zweite Haus. Я хотел бы вместе с вами открыть Деяния апостолов, 10 глава. Ich möchte mit euch gemeinsam öffnen Apostelgeschichte Kapitel 10 и прочитать первый и второй стих. Und lesen den ersten und zweiten Vers. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. In Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italienische nennt. Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Мы видим, что здесь говорится о нем, что он был человек благочестивый. Wir sehen, dass hier über ihn gesagt wird, dass er ein frommer und gottesfürchtiger Mensch war. Я хотел бы с вами обратиться на то время. Ich möchte mit euch mich an die damalige Zeit wenden. Я думаю, что благочестивые люди того времени. Und ich denke, dass gottesfürchtige Menschen zur damaligen Zeit. Они знали, что происходило в Иерусалиме и вокруг него. Sie wussten, was in Jerusalem geschieht und um Jerusalem herum. Я думаю, это не осталось безизвестным, что особое благословение сошло на первую церковь Иисуса Христа. Und ich denke, dass das nicht unbemerkt geblieben ist dieser Segen, der auf die erste Gemeinde Jesu Christi herniederkam. Apostel Peter говорит, исполнилось обетование, некогда реченное пророком Иоилем. Und Apostel Petrus hat gesagt, es ist in Erfüllung geschehen, die Prophezeiung, die einstmal der Prophet Joel gesprochen hat. Что, и Бог говорил, что излью от духа моего на всякую плоть. Und Gott hat gesprochen, ich werde von meinem Geist ausgießen auf alles Fleisch. И Дух Святой сошел на эту церковь. Und der Heilige Geist ist herniedergekommen auf diese Gemeinde. И стали проявления Духа Святого в Израиле. Und es hat angefangen, die Manifestation des Heiligen Geistes in Israel, что там пошли исцеления, dass dort angefangen haben Heilungen, что люди начали каяться, dass die Menschen haben angefangen Buße zu tun, стали жить другой жизнью, праведной жизнью, sie haben angefangen ein anderes Leben zu leben, ein gerechtes Leben, что люди исцелялись, dass die Menschen geheilt wurden, что даже воскресали из мертвых, dass sogar von den Toten welche auferstanden что sind, что там есть такие великие мужи Божьи, как апостол Петр, как Иоанн и так далее. Dass es dort große Menschen Gottes gibt, so wie Apostel Petrus, Johannes und so weiter. И вот эта семья Корнилий. Und so diese Familie des Cornelius. Как бы отдельно в другом месте. Es scheint so, wie wenn die so abgesondert an einem anderen Platz wäre. И когда мы читаем дальше эту главу, у них даже не было как-то шанса пристать к церкви Иерусалимской. Und wenn wir so lesen, dann hatten sie wahrscheinlich nicht mal die Möglichkeit, sich anzuschließen der Gemeinde in Jerusalem. Потому что они были из народа, ну, язычники для иудеев. Weil sie eine Familie waren aus den Heiden für die Juden. Но что делает этот человек со всем своим домом? Aber was macht dieser
dieser Mensch mit all seinem ganzen Haus. Библия говорит, что он хранит благочестие. Und die Bibel sagt, er bewahrt die Frömmigkeit, die Gottesfurcht. Что он ведет молитвенный образ жизни. Dass er ein Gebetsleben führt. И служит финансово людям. Und er dient finanziell den Menschen. Можно подумать, зачем такое служение там где-то в тиши, тебя никто не видит. Und man kann denken, wozu so ein Dienst da irgendwo abgesondert im Verborgenen, wo dich keiner sieht. И даже в наше время, зачем платить десятину, даже пастор церкви это не проверяет. Und dann, oder zu unserer heutigen Zeit, warum soll man den Zehnten zahlen? Der Pastor der Gemeinde, er prüft es doch gar nicht. Сегодня была возможность участвовать в благотворительности 5 Euro Pfund. Heute hat es die Möglichkeit gegeben, in diesem Wohltätigkeitsfonds mitzumachen. Зачем быть таким точным, таким внимательным? Wozu soll man so genau sein, so aufmerksam? И знаете, Библия говорит, und wisst ihr, die Bibel sagt, что небо обратило на это внимание, слава Господу. Dass der Himmel auf diese Situation gesehen hat. Ангел Господень пришел в этот дом. Der Engel des Herrn ist in dieses Haus gekommen. И сказал, что пред лицом Божьим или на память Богу пришло твое служение финансово. Слава Господу. Он hat gesagt, vor das Angesicht Gottes ist gekommen deine Frömmigkeit, der finanzielle Dienst, den du ausführst. И знаете, что произошло дальше? Und wisst ihr, was weiter geschehen ist? И он говорит, вот этих благословенных людей, о которых ты слышал. Und diese gesegneten Menschen, von denen du gehört hast. Дух Святой производит работу над апостолом Петром. Und der Heilige Geist, er vollbringt ein Wirken an dem Apostel Petrus. Я скажу так, делает его духовно способным идти к дом к этому Корнилию и благовествовать Евангелие. Ich möchte es so sagen, er macht ihn geistlich dazu fähig, in dieses Haus des Cornelius zu gehen, um ihn dort die frohe Botschaft zu verkündigen. Потому что Бог приготовил для этого дома особое благословение. Weil Gott für dieses Haus einen besonderen Segen vorbereitet hat. И мы читаем дальше, что Дух Святой сошел на эту семью, слава Богу. Und wir lesen weiter, dass der Heilige Geist auf diese Familie gekommen ist, preis dem Herrn. Я так понимаю, на жену и на детей тоже, слава Господу. Und ich verstehe das so, auf die Frau und auch auf die Kinder, preis dem Herrn. По-человечески, при чем тут благовестие, при чем тут где-то тайная комната молиться, при чем тут финансово служить людям? Und man könnte so denken, wozu die Frömmigkeit oder das Beten oder der finanzielle Dienst? Но мы видим, как Бог проявился в этом, в пользу для этой семьи, слава Господу. Aber wir sehen, wie Gott sich gezeigt hat zum Nutzen dieser Familie in dieser Situation. Слава Богу. Preis dem Herrn. И третья семья. Und die dritte Familie. Это будет послание евреям, 11 глава. Wird sein der Brief an die Hebräer, Kapitel 11. Серьезное служение. Ein sehr ernster Dienst. 23 стих, первая половина. Der 23. Vers, die erste Hälfte. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten. Написано, Библия говорит здесь, верою совершали они особое служение. Und die Bibel sagt hier, durch Glauben haben sie einen sehr besonderen Dienst vollbracht. Я хотел бы так сказать, что никому не желаем попасть в такую ситуацию. Ich möchte sagen, wir wünschen niemanden in so eine Situation zu geraten. Иметь вот такую или как сказать, непростое служение в Господе. Um so einen nicht einfachen Dienst in dem Herrn zu haben. Но Библия говорит, что они совершали это верою, слава Господу. Aber die Bibel sagt, sie haben das vollbracht im Glauben, preis dem Herrn. Вы знаете, это было непростое время. Und wisst ihr, das war keine einfache Zeit. Царь египетский. Der König von Ägypten. Вышел такой закон против детей. Und es ist so ein Gesetz herausgekommen gegen die Kinder. Знаете, такой закон его даже ушами невозможно слышать. Und wisst ihr, so ein Gesetz, das ist sogar unmöglich mit den Ohren es zu hören. Мы ищем проявление Духа Святого, что несет на пользу. Wir suchen die Manifestation des Heiligen Geistes, das einen Nutzen mit sich bringt. Мы видим, что Библия говорит, что они
совершали это верою. Und wir sehen, die Bibel sagt dir, dass sie das im Glauben getan haben. И я так рассуждаю, представляю себе эту маленькую хижину. Und ich stelle mir das so vor, ich stelle mir diese kleine Hütte vor. Такая небольшая семья. So eine nicht große Familie. И так уже поздно вечером, когда зашло солнце. Und so schon spät abend, als die Sonne schon gesunken ist. Когда они соберутся вместе для молитвы. Wenn sie sich versammeln zum Gebet. Там нету ни ропота, ни возмущений. Da gibt es kein Murren oder sie eine Beschwerde. Но говорят друг другу. Sondern sie sagen einander. У нас есть обетование живого Бога, слава Господу. Wir haben die Verheißungen des lebendigen Gottes, preis dem Herrn. У них не было полноты Библии или Слова Божия, которое мы имеем на сегодня. Sie hatten nicht diese volle Bibel, die wir heute haben. Но нечто было у них. Aber sie hatten etwas. И на этом они строили, потому что это обетование Божие, слава Господу. Und darauf haben sie aufgebaut, weil das die Verheißungen Gottes sind. Я так верю, что они вечером благодарили Бога. Und ich glaube so, dass sie am Abend dem Herrn gedankt haben, что Бог их оберегает и сохраняет. Dass Gott sie bewahrt und behütet. И они понимают, что Бог контролирует эту ситуацию, слава Господу. Und sie verstehen, dass Gott diese Situation kontrolliert. И знаете, непростое служение. Und wisst ihr, nicht kein einfacher Dienst. Но это служение видело небо, слава Богу. Aber diesen Dienst hat der Himmel gesehen, preis dem Herrn. И я так думаю, что эти родители. Und ich denke so, dass diese Eltern. Может быть, у них, ну, уже были рано седые волосы. Dass sie vielleicht schon früh, womöglich, graue Haare bekommen hatten. И за работы и за посвящение, может быть, ну, они уже не так молодо выглядели. Und wegen der Arbeit und ihrer Hingabe sahen sie womöglich nicht mehr so jung aus. И может кто-то скажет, к чему это все? Und vielleicht wird jemand sagen, wozu dies alles? Но как-то брат Фредди проповедовал о Моисее. Aber einstmal hat Bruder Freddy über Mose gepredigt. И мне пришло это на мысль. Und mir ist das in den Gedanken gekommen. Если бы эти родители дожили до того времени. Wenn diese Eltern bis zu der Zeit leben würden. Кто-то стал к ним напротив и спросил их, ну что дает ваша вера? Und jemand würde aufstehen und fragen, was gibt euch euer Glauben? Где тут польза, где тут благословение? Wo ist hier der Nutzen, wo ist hier der Segen? Я думаю, они могли сказать бы так. Und ich denke, sie könnten dann vielleicht so sagen. Ну наша дочь, это пророчица. Unsere Tochter ist eine Prophetin. Наш один сын. Он стал первосвященником живого Бога, слава Господу. Er ist ein hoher Priester des lebendigen Gottes geworden. Другой сын. Der andere Sohn. Он говорит лицом к лицу с Богом. Er redet mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Тогда бы они сказали. Und dann würden sie sagen, что великое сотворил нам Бог. Dass der Herr hat Großes an uns vollbracht. Ибо имя его свято, слава Господу. Sein Name ist heilig, мы сейчас с вами будем молиться. Wir werden jetzt mit euch beten. Я вспоминал вместе с вами три семьи. Ich habe mit euch an drei Familien gedacht. Конечно, в наше время мы не имеем не такую сильную нагрузку, как они имели в то время. Natürlich zu unserer heutigen Zeit haben wir nicht so eine hohe Last oder schwere Last, но, wie sie damals sie hatten. Но мы видим, что качество проявления Духа Святого, эти качества вели им на пользу. Aber wir sehen, dass diese Eigenschaft, wenn der Heilige Geist sich manifestiert, es ihnen einen Nutzen bringt. Так и в наше время. Auch so zu unserer Zeit. Разных ситуациях. In unseren unterschiedlichen Situationen. Если мы будем поступать так по влечению или как говорит Слово Божие под влиянием Духа Святого. Und wenn wir so handeln werden, wie uns das Wort Gottes anleitet, то мы будем иметь пользу. Об этом говорит Библия. Dann werden wir einen Nutzen davon haben. Darüber sagt uns die Bibel. И как первый брат уже говорил. Und wie der erste Bruder schon sagte. Что есть эта возможность. Dass diese Möglichkeit sie besteht. Сегодня выйти наперед. Heute nach vorne zu kommen. И поправить свое духовное состояние. Und seinen geistlichen Zustand in Ordnung zu bringen. Чтобы идти дальше верою служить Богу. Um weiterhin im Glauben zu gehen und Gott zu dienen. А мы склоним колени, und wir beugen die Knie, остальные и будем молиться. Und werden beten.